Hallo liebe Fußballfans der Nations League, zweiter Spieltag, die Niederlande gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft. Hallo auf Werners Fußballecke. Ja, am Dienstag geht's weiter. Deutschland muss nach den Niederlanden für den Nations Cup. Was war das aber für ein erster Spieltag für Deutschland gegen Ungarn zu Hause mit einem bärenstarken 5:0 gewonnen gegen Ungarn. Das war ein super Spiel der deutschen Nationalmannschaft kurz nach der Europameisterschaft. Ja, Niklas Füllkrug mit dem 1:0, 2:0 Jamal Musiala, dann Florian Wirtz und Pavlovic auch im zweiten Länderspiel und das 5:0 durch Kai Havertz per Elfmeter. Man muss aber sagen, vom Torwart Ter Stegen bis zum Stürmer Füllkrug, alle 11 Spieler sehr gut gespielt, gerade die Offensive natürlich mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz, die haben da vorne richtig Power gemacht, gedribbelt, super Pässe, haben sehr stark zusammengespielt im Offensivspiel und dazu endlich der Neuner, ein richtiger Stürmer vorne, Niklas Füllkrug und auch gleich wieder mit einem Tor. Auch natürlich Andrich im defensiven Mittelfeld sehr gut gespielt, zusammen mit Pascal Groß, jetzt nach der Ära von Groß, Gündogan, Thomas Müller, natürlich auch Manuel Neuer, alle zurückgetreten. Aber diese Elf jetzt am Samstag gegen Ungarn beim starken 5:0 ist schon eine sehr starke Truppe. Auch natürlich mit Linksverteidiger Raum, Innenverteidigung Schlotterbeck, Tah, Rechtsverteidiger, Kapitän, Neukapitän Joshua Kimmich und natürlich im Tor jetzt die Nummer 1 Ter Stegen vom FC Barcelona. Wie gesagt, alle haben sehr gut gespielt. Groß, Antreiber im Mittelfeld, Ballverteiler, ballsicher, aber auch sehr gute Pässe von Pascal Groß in die Offensive. Andrich sehr zweikampfstark, kaum Fehlpässe gemacht, sorgte Ordnung für hinten auch unter anderem in der Defensive. Florian Wirtz in der Hälfte nicht ganz so auffällig, aber in der zweiten Hälfte super Dribblings, gefährliche Pässe in den Angriff, unter anderem auch zum Tor von Niklas Füllkrug zum 3:0. Hat er mit vorbereitet. Kai Havertz ebenfalls sehr gut. Das ist seine Position zentral, offensiv. Dort hat er das Spiel auch vor sich, kann mit Pässen glänzen, kann aber auch torgefährlich werden, wie dann okay mit seinem Elfmeter-Tor zum 5:0. Natürlich, Jamal Musiala war der Mann des Abends, der Mann des Spiels. Drei Torvorlagen, das von Havertz vorgelegt. Und dann natürlich sein starker Sololauf zum 2:0 von Jamal Musiala selbst getroffen. Dabei aber auch das 3 und 4:0 vorbereitet. Also ein Megaspiel von Jamal Musiala oben drauf. Niklas Füllkrug natürlich auch nicht ganz so auffällig. Hatte auch einige Torchancen, die er nicht gemacht hat gegen Ungarn. Aber eine starke Quote, 22. Länderspiel und sein 14. Länderspieltor. Also eine starke Quote von Niklas Füllkrug. Und endlich setzt auch Julian Nagelsmann auf Füllkrug als echten Neuner vorne im Sturm. Ja, jetzt kommt natürlich das Auswärtsspiel, das Schwere bei den Niederländern. Das ist natürlich eine ganz andere Truppe als jetzt am Samstag gegen Ungarn. Schauen wir uns mal an die letzten 10 Spiele. Niederlande gegen Deutschland. Da konnten Niederlande zweimal gewinnen, Deutschland 4 Siege und es gab 4 Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen konnte Deutschland mit 2:1 zu Hause gewinnen. Natürlich wissen wir noch alle, das sehr starke 3:2 Auswärtsspiel, zwar schon ein bisschen länger her, 2019, aber das war auch schon ein sehr gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft damals in Holland. Ja, ist natürlich insgesamt 46 Spiele gab es, 12 Mal konnte die Niederlande gewinnen, 17 Mal insgesamt Deutschland gegen die Niederlande und dazu 17 Unentschieden. Also so rein Statistik insgesamt schon eine ausgeglichene Partie Niederlande gegen Deutschland. Schauen wir uns mal die mögliche Aufstellung von Julian Nagelsmann auswärts in den Niederlanden an. Ich denke mal, natürlich wird er erstmal auf die Siegerelf setzen zu Hause gegen Ungarn beim starken 5:0. Das heißt natürlich, Ter Stegen wird jetzt erstmal auf jeden Fall auch, hat er verdient, er ist jetzt Kapitän vom FC Barcelona.
als Nicht-Spanier. Es ist natürlich auch schon mal eine besondere Würdigung von dem Kader an Ter Stegen. Natürlich Schlotterbeck auch gesetzt, auch nicht ganz so 90 Minuten super gespielt, aber insgesamt auch eine sehr gute Leistung. Tah natürlich auch gesetzt, solange Rüdiger noch nicht dabei ist. Ich denke mal, wenn Rüdiger zurückkommt, dann wird die Innenverteidigung wieder Tah und Rüdiger sein. Linksverteidiger Raum in der Offensive gegen Ungarn sehr stark gespielt. Raum in der Defensive hin und wieder so ganz leichte Abspielfehler. Aber natürlich soll er ihn auch erstmal wieder spielen lassen von Anfang an. Rechtsverteidiger Joshua Kimmich. Für mich ist das nicht die optimale Position für Kimmich als Rechtsverteidiger. Wenn dann jetzt schnellere Spieler wie Gakpo auf seine Seite kommen, denke ich mal, wird Kimmich eventuell seine Schwierigkeiten bekommen. Stellungsspiel ist von Kimmich überragend, aber die Schnelligkeit, naja, die fehlt dem Kimmich ein bisschen. Im defensiven Mittelfeld natürlich auch erstmal weiter eingesetzt, Andrich und auch Pascal Groß natürlich. Im offensiven endlich dann Havertz, auch nicht als Stürmer. Im offensiven Mittelfeld zentral ist Havertz am besten, ist auf seiner Lieblingsposition am besten aufgehoben. Links außen natürlich Jamal Musiala, rechts außen Florian Wirtz. Die drei offensiven Mittelfeldspieler teilen sich eh ihre Position, sehr flexibel, Positionswechsel. Also da ist die offensive Variante so mit die beste für Deutschland. Und natürlich im Sturm auf jeden Fall Niklas Füllkrug. Natürlich hat Julian Nagelsmann auch noch eine sehr gute Ersatzbank, das darf man nicht vergessen. Man könnte auch als Linksverteidiger Mittelstädt noch einmal versuchen. Ich meine, man muss nicht gleich nach zwei, drei schlechteren Spielen einen Spieler draußen lassen. Ich meine, Mittelstädt war letzte Saison immer noch einer der besten Linksverteidiger auf der Welt. Muss man wissen, könnte man jetzt noch testen, Mittelstädt für Raum, aber gut, Raum ist natürlich als Linksverteidiger auch schon ganz gut. Oder auch natürlich, das wären die Zukunftsspieler im zentralen defensiven Mittelfeldspiel werden. Pavlovic vom FC Bayern und dazu noch auch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Also den beiden wird die Zukunft in der Nationalmannschaft gehören im defensiven bzw. zentralen Mittelfeld. Natürlich auch nicht vergessen im Sturm natürlich Maximilian Bayer vom BVB oder auch Dennis Umdaf, mehr der Kämpfertyp im Sturm, aber auch ein sehr guter Vorlagengeber, kann man vom VfB Stuttgart natürlich auch einwechseln. Also Julian Nagelsmann hat eine super Truppe da jetzt zusammen für den Weg auf die Weltmeisterschaft in 2 Jahren. Also ich denke mal, das wird hier so die Startaufstellung von Deutschland gegen die Niederlande werden. Dann schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz die Aufstellung der Niederlande an. Fair muss man sein. So hat man gespielt gegen Bosnien-Herzegowina. Am letzten Samstag dort konnten die Niederländer 5-2 zu Hause gewinnen. Natürlich auch eine super Mannschaft vorne im Sturm. Kennt man Zirkse vom FC Bayern München, Eckspieler. Simmons natürlich, Xabi Simmons von RB Leipzig sehr stark. Und natürlich Gakpo, das meinte ich vorhin, er wird über die Seite von Joshua Kimmich kommen. Da wird Kimmich, denke ich mal, schon ein bisschen mehr Arbeit bekommen als noch gegen Ungarn. Im Mittelfeld natürlich Reinders, Gravenberch kennt man auch von Bayern München, jetzt beim FC Liverpool. Schauten, super Defensivspieler. Linksverteidiger Ake wird auch weiterhin spielen, denke ich mal. Rechtsverteidiger Dumfries. In Verteidigung De Ligt. Ist sonst kein Stammspieler bei den Niederländern. Aber ich denke mal, jetzt wird er wohl mehr spielen bei den Niederländern im Nationalteam. Natürlich Van Dijk, immer noch eine feste Größe als Innenverteidiger und Torwart verbogen. Ja, Frimpong hat ja aus persönlichen Gründen die 2 Spiele erstmal abgesagt. Dann hat man aber auch noch natürlich auf der Bank bei den Niederländern Donny Malen vom BVB oder Wout Weghorst. Also selbst die Niederländer auch haben eine sehr, sehr starke Truppe. So, liebe Fußballfans, jetzt kommen wir zu meinem Tipp für die Niederlande gegen Deutschland. Ich tippe auf ein 2:2 Unentschieden. Was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp in die Kommentare. Ich danke dir für dein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Also dann, wir sehen uns und viel Spaß. Tschüss.